herzlich willkommen, liebe Leute, zu meinem Best of 2019 von GamerCouts. Ja, das Jahr ist vorbei. Wir schreiben inzwischen den 1.1.2020. Neues Jahrzehnt hat gestartet. Und ich hab mir gedacht, wie auch letztes Jahr, ich schau nochmal mir die besten Szenen an. Das Beste, was 2019 alles auf meinem YouTube-Channel passiert ist. Und ich kann also mal verraten, das ist eine ganze Menge. Das werde ich mir anschauen, also beziehungsweise anschauen. Ich werde ein Best-of davon zusammenstellen. Ich presse die besten Szenen zusammenschneiden. Und dann könnt ihr auch mit 2019 abschließen. Ja. Wie gesagt, ich hatte das letztes Jahr auch so und ich finde das eigentlich eine echt nette Sache, um 2019 noch mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Weil da ist doch einiges passiert und ich kann definitiv nicht alles ins Best-of reinnehmen. Aber es haut das an die wichtigsten Sachen denke und die mit reinnehmen in das Best-of Gamer Chaos 2019. Dieses Video hat relativ, wenn ihr es seht und es fertig ist, relativ lange gebraucht zum Schneiden und Raussuchen der ganzen Best-of-Szenen. Deshalb wäre es hier besonders cool, wenn ihr das Video tatenkräftig teilen würdet, liken würdet und kommentieren würdet. Zumindest würde mich das sehr freuen. Ich spreche da was nicht oft an, aber in dem Video steckt doch sehr viel Arbeit drin. Deshalb wäre es sehr nett. Aber wird vorstarren, wir palabern nicht mehr weiter rum, sondern fangen an. Hier sind die besten Szenen aus 2019. So wird es dann mit einem guten Rutz und viel Spaß beim Ansehen. Zwei, eins, oh. Der ist gerade mal dran genippt, Hamster. Wisst ihr was, Leute? Ich bin gleich wieder da. David stirbt, David stirbt. Oh, eine neue Erkenntnis wurde getroffen. Alter, das ist eklig. Welch feine Konsistenz. Er macht aber fest und ja. Junge, die feine Konsistenz. Ja, sind da wirklich noch drauf? Die feine Konsistenz. Aber ernsthaft, Leute, wer trinkt das hier? Wer trinkt rote Beete? Also es mag generell rote Beete nicht. Du. Aber es ist ja noch. Okay. Trinkst du rote Beete? Aber es gibt Leute, die trinken sowas frei. Und das ist das Krasse. Was ich nicht verstehe. Naja, also lass es mal gesagt sein. Trink nicht rote Beete, mach das nicht. Ah, Marcel. Finn. Ganz dünnes Eis hier mit deiner Sniper. Ich reagiere allergisch auf Sniper, also ganz dünnes Eis hier. Dünnes Eis! Und es ist kurz vorm Pressen. Nee, Marcel, du kommst hier nicht, du. Ganz dünnes Eis. Nein, zu viel von allen Seiten! Ja, hier ging auch von beiden Seiten belagert werden. Okay, das ist doch erstmal so. Ja, der eine ist dann wohl gegangen. Ja, da muss ich jetzt erstmal Anzeige raushauen. Die Anzeige ist raus. Lass diesen Max rein, wie der heißt, den neuen Live-Moderator, der da immer so rumbrüllt und die eine Pflanze zerstört hat. Ja. Die Pflanze muss jetzt leiden! Das wäre vermeidbar gewesen. Ja. Jetzt ist vermeidbar gewesen. Ja, weißt du, hier bin ich halt voller Pro. Aber wenn es um den ganzen Bums geht, bin ich richtig scheiße. Die letzte Seite, jetzt macht es halt nicht. Ich hab's verloren, Junge. Da weißt du, hier bin ich voll gut, aber wenn es dann. Ach so, ist das so eine. Alles gut. Ich bin zufrieden. Wenn ihr was ich mache, Junge. Ich hab komplett weg. Junge, du Stück Scheiße, Alter. Er ist so ein Cheater, Junge. Dein Glück, dass du hier dran getroffen hast. Du bist so ein Cheater, Junge. Was bist du für ein Scheiße, ja, du bist Alter. Letzter. Da freuen da jeden mit richtig einer ab, Junge. Ja, Mann. Es ist jetzt so ein Commentary-Set. Hey, meine Pfanne macht nicht mal richtig mit, Junge. Das ist die Lagger-Pfanne, Alter. Was ist das denn? Hier ist schon das Fett, was da unten. Das geht immer weiter. Sorry, du. Was gibt alles wieder so? Ende!
Ja, ihr habt mitbekommen, heute am Dienstag, den 5.3. war ja eine Demo gegen Artikel 13 eines spontanen Dämonenmünzen. Es war auch vor Ort. Der CSU, das will ich, das willst du, das Verbot der CSU. Nein, Mensch, kann sie wissen, kein Jäger ist schlau. Nein, Mensch, kann sie schießen, es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Da sind wir wieder, liebe Leute, live von der Artikel 13 immer aus München. In der Hoffnung, dass ihr jetzt wieder Bild habt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Leute, bitte mal Feedback geben, ob es jetzt funktioniert und ob ihr es hört. Ansonsten gilt's, wir werden gleich losgehen. Nochmal, bei so einer riesen Masse, wie die es hier ist, der ganze Platz ist voll. Ich habe noch nie so einen großen Ansatz. Wir sehen hier in München und weiß oft in München. Also das wird lustig, wenn wir da gerade dann, ja, losgehen mit so vielen Leuten. Ja, das ist echt Wahnsinn. Schaut euch die Menge hier an. So, und dann melde ich mich bei wer auch mal hier. Hallo, erzählt ihm das auch mal. Ja, ich bin, wie gesagt, hier in der Demo hier in München. Es ist einfach nur krass von dem Wetter her, von allem drum und dran, wie viele Leute hier sind. Das ist eine riesen Sache hier. Richtig, richtig krass. Ich bin froh, dass ihr das mit mir anschaut und wir zeigen euch wieder live wieder von der Messe. Von der Demo. So, Hauptsache mein Selfie-Stick fällt erstmal hier richtig so ein halber auseinander. Ja, seiner Kraffel. Komm, jetzt verlass mich nicht. Nett heute. Ich hab 100 drin auf 10 Milliliter. Der hat 1000. Ja, mein Selfie-Stick verlässt mich. Oh, danke. Bitte. Oh, toll. Ich hasse mal hier. Mein Selfie-Stick ist kaputt. Aber keine Panik. Ich habe noch Alternativen dabei. Die muss ich aber gesund rauskramen. Und ja, vielleicht werde ich nur mich gesund melden. Hier so, hi. Dann es ist Milanz bis jetzt. Wir gehen einfach hier gerade mit. Und es sind ja sehr, sehr viele Leute, die einfach hier unterwegs sind und rumlaufen. Und jetzt ist Song heißt Lift for the Road. Zurück zu GamerCouch live at E3 2019 zu der Nintendo Pre-Show. Huhu! Warte mal, Juli 13. Sonic. Das ist Was? Mario und Sonic? What the fuck? Lol, Mario und Sonic?
Oh mein Gott! What the fuck? Ob die das jetzt doch zeigen? Ich wusste, dass das kommen wird, aber diesen November schon. Was denn? Was ist das? Ich sehe Mario und Sonic bei nur ein bisschen Sommer spielen, oder? No way! Wenn das kommt, dann rast ich aber komplett oh aus. Oh mein Gott! Dann kommt die Polizei. Dann kommt die Polizei. Ja, geil. Nein! Ich will es sehen, Mann! Ich seh's noch nicht! Oh cool, Online-Modus. Was gibt einen Online-Modus? Was? Und man kann. Oh mein Gott! LOL! Alter, das sieht aber so nice aus. Da war gerade eben so nur auf Twitch, okay? Was ist da los? Ja, geil, das ist doch so eine geile Überraschung, ja. Mit der ich nicht gerechnet hätte. Oh mein Gott. Okay, das ist geil. Damit hat keine Sau gerechnet, oder? Endlich bei November, im November. Okay. Oh, im November, mein Geburtstag, oh mein Jesus. 2019. Komm runter, Mann. Wir sind von Tokio und bin 2020, okay? Nice. Lol. Weiß mir's. Das ist geil. Läuft. So. Das hier was hat jetzt ein König? Ich hab den gerade zugehört, einen guten Typen. Aber das sieht was auch krass aus. Wenn da so lange nichts kommt. Okay, das Spiel sieht heftig aus, ne? The Knock Inc. Was ist das? Oh ist mein das, Gott. Ist das Animal? Animal Crossing! Das ist kommt. Animal Crossing. Schuss. Oh shit, jetzt brennt's hier! Jetzt brennt's hier! Alter, es rastet hier, komm nicht raus. Ja, go! Animal. Jetzt zeigen wirklich Animal Crossing. Ja. Ja, okay. Geil. Ja, gib mir mehr, Digga. Alter, das sieht so geil aus. David, oh mein Gott. Es ist. Genug. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sieht so schön aus. David, ja. So, jetzt frage ich. Spongy. Ja. Was hast du gesagt mit der Nintendo Direct? Ja. Das Herd explodiert gerade auf, es hat ein Nebenfenster auf, die brüllen alles so rum, Animal Crossing. LOL, man kann... Alter, das sieht so cool aus. Für Mario und Sonic, ich hab das so in 8... Ja, das gibt's, ich meinte, du hast ja gesagt, die Dinge scheiße. Animal Crossing. Alter, was, wenn sie dein letztes Mal sagen, oh mein Gott. Also, da ist der originale Villager. Animal Crossing New Horizons. 20. März 2020. Herzlich willkommen, liebe Leute, live von der Comic-Con aus München. In der Hoffnung, dass mein Stream funktioniert. Ich grüße euch das alle hier zu meinem Livestream von der Comic-Con aus München. So, meine Kollegen hängen noch irgendwo da hinten. Hallo! Yeah, do you like the Comic-Con? Well, this is actually my first Comic-Con ever. I'm not into a lot of anime culture stuff, etc. But honestly, it's just fun seeing things I recognize and going E. And like, I got proof of kill. So that, and there's some really nice art here. Ordering like custom commissions and stuff online can get a lot more expensive. I've got like the Scream, but it's Magikarp. And it's fun taking photos and stuff. So now, like, what I want to do sometimes is, I don't know, like get that sort of setup, and then I don't know, make a music video out of it. Okay, so have fun. Thank you, too. Ich bin auch mal wieder hier. Wir haben gerade immer interviewt und sind hier eben unterwegs und halten es eben live mit, oder ich halt live mit, was hier abgeht. Und hier hinten ist ein richtig cooler Stand. Den zeige ich euch einfach mal, wo es nämlich einfach mal Nintendo-Spiele zum Kaufen gibt. Nintendo Star. Ja, hier ist der Nintendo Star. Ich habe ihn gefunden. Oh mein Gott. Hier gibt's alles an Nintendo Spielen, was man sich einfach nur vorstellen kann. Schaut euch das an. Hier haben wir eine Original NES, hier SNES und dementsprechend auch die Spiele. Schaut euch das einfach mal an hier. Und die sind im Teil noch original verpackt. Das ist echt heftig und dann auch dementsprechend teuer. Hier ist der GameStop-Stand, hier kann man Borderlands 2 anspielen, also kann man, wenn man schon alt genug wäre. Bin ich leider nicht, deshalb kann ich es nicht. Ist dieser Stand einfach nur heftig. Ja, schauen wir jetzt ein bisschen weiter. Ich sitze immer wieder kurzzeitig hier in die Perspektive und oh mein Gott. Hier haben wir so ein Zelda-Schwert als Schild und hier haben wir einige Schwerter und hier haben wir die Ocarina von Zelda, kann man die kaufen.
Das ist ja cool. So hier mit einer kleinen Melodie, wie man spielt. Hier gibt es ja auch irgendwelche. Schau mal, Chris. Schau mal, hier ist ein Pikachu in Luigi-Kostüm mit Mario-Mütze. Hier, Pikachu mit Mario und Luigi gemischt. Weil Bart ist von Mario es und das M auch. Drauf, es ist aber die Luigi und dann ja. Pikachu. Und hier ist ein Waluigi. Bisschen so vom Aussehen her. Also das ist eine interessante Kreation hier. Ja. Wer kennt es nicht? Den Waluigi, Luigi, Pikachu mit Mario Bart. Was das hier ist. Ich brauch so ein Mausbett. Und dieses Mausbett hier, auch sehr schön. Wie findest du das Chris, magst du auch dieses Mausbett? Ah, das Geilste, was ist. Alter, nicht gerade mein Jubiläum. So, was magst du? Hallo YouTube! Hi! Wie findest du es? Warte, Moment. Wie findest du es hier auf dem? Ja, ich find's recht lustig. Ja, ist auch. Was war dein Highlight so? Ja, ich habe den Erschaffer von Werner getroffen. Nice. Schön, da dir noch viel Spaß. Darf ich Werbung machen? Meinetwegen. Abonniert Mosikant, meinen YouTube-Kanal. Ich mache da ganz viel Musik und so Stuff. Okay. Ja, Leute, das haut mal vorbei, ne? So, viel Spaß dir noch. Also. Alles super hier, das ist, diese Cap ich wollte gerade sagen, diese Cap hier. So sieht die aus. Könnt ihr ganz kurz. Ja. Kann irgendwie ganz kurz hier halten? Alter, die Schwerte hier sind so übelst nice. Aber die Scheine sind echt bescheiden. Hier haben wir ein Schwertkampf-Cover. Sagen wir doch mal den beiden hier zu, wie die hier irgendwie so einen Schwertkampf machen wollen oder so. Da. Okay, erzähl uns erstmal. Neustart, geht nicht. Aufgeben musst du. Das war das letzte Leben. Dann machen wir es ja von vorne. Ich hab auch mal einen Versuch. Ja. Mamma mia. Mamma mia. Hat sie aber auch in 4 Sterne. Das heißt, es ist kritisch. Ja. Das stellen wir uns dann vielleicht doch gar nicht so ganz scheiße an. Ja, es ist rutzig! Das ist mir auch bei rutzig! Du. Scheiße, Mann! Das Level triggert mich. Du triggerst mich gerade. Du bist auch nicht besser. Das hab ich nicht gesagt. Ich hab dir nur eine andere Frage gestellt. Ja, das merke ich ja auch gerade. Du wurdest schon. Fuck. Taunt ist immer sehr lustig, was daraus entsteht. Sag mal, hast du daraus schon nie wird? Das ist ja mal eins, du. Okay, will ich ja machen nein, vorne. Nein. Erneut. Was hast du? Nein. Ah! Bitte nicht laut rumbrüllen. Dann ist gerade was gut nicht hören kann, weil er bestens wieder umlegen wurde. Wenn der Bass mal wieder durchknallt. Wir sehen hier abends den Treppenhaus da. Der Ehrenstand ist auf der Messe. Und wir werden gerade richtig komisch beleuchtet hier von den ganzen Lampen.
das ist sehr lustig. Ja, wir sind Thanos, Papa. Hier hinten sehen wir die Leute Super Smash Bros. Und Mario Maker anspielen. Was? Hier, wir sind eben gerade am Nintendo-Stand. Ist es nicht. Was ist deine Meinung zum Nintendo-Stand? Ist cool. Kein rotes Deck. Ja, nice. Ja. Was los, Misty? Ja, super gemischt. Hi Leute, ich bin jetzt hier live auf der Gamescom mit ein paar Abonnenten. Hier ist Destructor Key. Moin. Hier ist der Misthaufen Mystery Fox. Servus. Ja. Moin Leute! So. Ich glaube, das funktioniert. Schreibt mal irgendwann die Kommentare. Kann einer von euch mal schauen, ob Ton da ist, bitte? Der ich überlege gerade. Ich hab Kopfhörer. Soll ich den was holen? Egal. Ja, Leute, dies ist halt Quality Content. Ich heule. Elias, hi, willkommen im Stream. Hörst du uns? Hörst du uns und hast du Bild? Also auch in den Zeiten. Was ist deine Meinung von der Gamescom? Ja, was soll ich schon? So, aber ja, das will ja nicht so essen, das dufte. Oder lass mal warm, wollen wir mal raushauen? Keine Ahnung. Lass uns in die Kostenplätze. Warum gehen wir überhaupt? Ja, es muss alles frei bleiben. Ist das denn deine erste Gamescom? Leider ja. Wie findest du die? Ja, ist nice, aber ich hab keinen Orientierungssinn. Wir waren dreimal am gleichen Stand, ich hab's nicht gemerkt. Ja. Ich hab auch keinen Orientierungssinn. Als ob du das nicht gecheckt. Du bist jetzt zum dritten Mal auf der Gamescom. Wie findest du es? Wie ich finde, bist du aber eine Person, die mich jetzt dreimal zum gleichen Stand geschickt hat. Ja, nicht offen. Ganz gut. Geht. Wie findest du die Gamescom? Ist jetzt gut. Siehste, findest du die Gamescom? Nein. Einfach nein. Einfach nein. Nein. Da ist bestimmt auch ganz toll. Gerade die Leute, die hier drin sitzen, haben sehr viel Spaß. No entry. Schön arbeiten an der Gamescom, mein Geld. Nee, ich hab erst um 30.30 Uhr einen Termin, chill. Ah, okay, wir haben ihn gerade. Wir haben immer ein Doppelkind, wenn er die Kamera so hält. Die hat zum Glück auf die Maske davor. Du hast da theoretisch WLAN, oder? Oder Hotspot oder sowas in der Art. Hotspot, herzlich. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem wohl tollsten Turnier hier auf der gesamten Gamescom, zu unserem Community Smash Bros. Turnier am Freitag, den 23.08.2019, den vierten Tag auf der Gamescom oder so ähnlich. Guck die Gegend an, links. Ich wollte gleich den Dome nehmen, Alter. Bist du raus? Was da? Probier mal so mit dem Spike, doch schafft es nicht. So, also ich finde das Spiel super. Oh, vor allem Bowser ist ein sehr gebalancer Char. So, sorry, Browser, sorry. Bowser 106% gegen also ein Friend. Kann man auch Charaktere nennen, die ihr habt? Ja, Kevin, sag du mal, wenn du hast. Ich spiel grad hier. Ich spiel einfach. Also einmal haben wir den Zotchachi auf dem Yongling, dann haben wir den lieben Kuri auf seinem Mii-Boxer und den Mr. Cookie mit Browser. Browser, Alter! Der Browser ist viel, Leute! Nächste Runde, bis jetzt für Cookie, oder? Bin ich der Richtige? Also 1-0 für Cookie stand jetzt. Eine ganze Taktik. Ich finde ja. Du merkst, bin ich so zu Hause. Es sieht zwar alles sehr flüssig aus, allerdings noch auf der Gamescom unterwegs sind. Leckt das leider ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. Ich kann das mit einer Hand. 3 Sekunden. Deshalb, kann es mit Umständen sein, dass die hier nicht in Best bleiben. Aber es geht nur um Fun. Ja, ich glaube, das hat den. King Karoo steht einfach in der Edge und wird vom Todesstachel getroffen. Daniel fliegt aus der Arena. King Karoo fliegt aus der Arena. Sorry. Ritter fliegt raus, fast gecovert. Donkey Kong ist noch da, aber fliegt genauso raus. Was hat er da gemacht?
Und das war's für Donkey Kong. Der Buch ist super. Reich kommt angeflogen. Jetzt kriegt er den Lernadapter. Mit Buch im Skill gewonnen. Es war einfach purer Skill. Der war gar nicht vorhanden, Mann. Das war mindestens. Der war flüssig. Flüssig. Auf jeden Fall verdient. Kappa. Also, auf jeden Fall abonniert mich für den tollen Kommentator. Leute, der hat ihn. Und der bereicht. Leute, das war's von dem Video. Ich hoffe, ihr werdet das geschafft. Apropos, Gamer Coach nur hier. Ich verlinke gleich diesmal sauer. Das wäre das dritte Mal, Leute. Das dritte Mal. Sorry, be happy now. So, Part zu Ende. Hallo. Leute, wir werden hier zurückzogen. Nur kurz zum Sagen. Moin Leute, wir spielen heute Mario Kart 8, glaube ich, auf jeden Fall. Moin. Wir haben eine sehr große Verzögerung. Bitte. Leute, wir haben auf jeden Fall einen Ständer für das Mikrofon. Du bist der Ständer. Warum ist der aus? Nein. Ja. Der hat sich mal angemeldet. Der war gerade angemeldet. Der ist angemeldet. Der ist angemeldet. Ja. Ist er da deiner? Ja, ne? Das war meiner. Dankeschön, danke. Kannst du bitte hier nicht einen Schritt fassen, mehr ich daneben sitze? Es fühlt sich sehr schmutzig, ich fühle mich schmutzig. Ja, warte, ich habe auch genau den hier. Ein Grand Prix mit 4 Rennen und. Der am besten ist, gewinnt. Und wir haben ein bisschen Delay, was die Sache ein bisschen schwieriger macht. Und ich bin in der Regie. Ich wünsche euch viel Spaß. Wer auch immer jetzt rot ist, der hat Bewegungssteuerung an. Ja, ich krieg das ja nicht raus. Links unten. Der Timer existiert nicht. Oh, ja, ja. Wo muss ich lang? Junge! Ja! Du kannst nicht! Nein! Du bist runtergefahren! Ich kann nicht lenken! Was ist das? Oh Gott, fahr! Oh, nein! Ich bin 12er! Na Leute, das war ein schöner Part. wir haben auf jeden Fall alles geschafft. Willst du noch was zu sagen? Wir haben einen Speicherplatz verschwendet. Finde ich auch gut. Warte. Du hast eine Ich lösche jetzt ein Spiel, dann kann ich weiter. Boah, Junge, hör auf. Bilder gemacht, sei von nicht selber innerhalb von 2 Tagen. Ja, ich weiß. Das hat Spaß gemacht. Auch wenn wir gestern fast den ganzen Tag am Nintendo-Stand waren. Wow. Auch wenn wir fast den ganzen Tag am Nintendo-Stand waren, dank Gamer Couch. Ja, heute haben wir uns ein bisschen mehr umgeguckt. War ganz lustig. Auf jeden Fall nächstes Jahr wieder mit dem Kuridaro hier vorne. Und damit will ich das Wort weitergeben an irgendeinen von den Behinderten hier außer Gamer Couch. Wie waren das so die Gamescom? Gut. Nehmt das, Mikro. Nimm das hier. Also, ich weiß, die Games kommen gut nicht aus. Ey! Junge! Also, Ich war heute hier. Bruder, da muss man eine Spitze abgeschnitten werden. Alter! Spitzhartplastik. Hartplastik war Holz! Ich fand die Taco sehr schön, wir haben nichts erlebt, wir sitzen die ganze Zeit in irgendwelchen Ecken rum. Hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Wir haben Yu-Gi-Oh! Gespielt. Und wir haben Yu-Gi-Oh! Gespielt, das war das Tollste heute, ich hab neue Karten. Ja, gerne. Grüße gehen raus an euch! Ich tue mir jetzt gar nicht ein bisschen für meinen Kuchen. Hab schon über die Hälfte davon gegessen, lol. Bisschen umständlich zuerst mit meinem Mikrofonarm.
So, also ich habe Paint offen und es heißt jetzt mein eigenes Fanart. 2000 Jahre später. Das hier, meine lieben Leute, ist mein krasses Fanart. Wir haben hier keinen halt Applaus geben dafür. Raus an Zen. Ich weiß nicht, ob du gerade zusehst. Wenn ja, willst du dich wahrscheinlich umbringen. Vielleicht findest du es aber auch lustig. Ich weiß nicht. Dennis hat mir gedacht, Zen, wenn du so nicht real dabei bist, dann bist du es wenigstens Photoshop-like. Und dementsprechend sitzt du hier neben mir. Hi, liebe Leute, willkommen zurück zum zweiten Teil hier von unserer Nintendo X-Men Small Tour. Der Zen ist wieder an der Kamera bzw. Wirklas spielen. Wir werden jetzt erstmal Mario und Sonic bei Lumpis ein Spiel spielen. Ein Spiel, auf was ich mich sehr freue. Hab's auf der Gamescom schon angespielt, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, das hier nochmal antesten zu können. Bzw. der Zen. Ja. Geh nach vorne. Zen wird jetzt antesten. Genau, ich komme einfach mal mit der Kamera hinterher. Und nächstes Mal gleich mit dem, was auf der Gamescom ist. Hast du eine ausgewählt? Ja, 4x100 Meter. Ich nehme einfach. Bist du gut in 4x100 Meter? Ich nehme einfach die 4 gecheatesten Heroes in Sprinten. Ja. Übrigens, der Durst. Sonic, Shadow und Yoshi. Genau. Du hast das auch hier wirklich aktiv. Kann man mal. Wenn es haust, dass hier auch alles so weit funktioniert. Weil in der ersten Part war der Bildschirmschrecken, alles ist übrigens immer viel dafür. Diesmal schaust du auch mal an Zen das Bild dran zoomen und an das Spiel. Und da funktioniert das jetzt besser. Daumen hoch, wenn euch das gefällt. Wenn ihr wollt, dass sowas öfter machen, wie gesagt, immer Ärger an Nintendo, dass es klappt, dazu auch ein Ende mehr. Ich finde es aber auch süß, wie das animiert ist mit den ganzen Typen im Hintergrund. Zweite Runde. Let's go. Baller hinweg. Hat. Ist die Verlängerung gewinnen. Warte, wo ist nochmal mein Tor? Okay, er ist kompliziert, er muss erstmal das alte Tor finden. Dabei wollen wir ihn natürlich nicht stören, weil er darf das schließlich gut spielen. Ja, da ist auf jeden Fall die kleine Switch, da die große Switch. Ne, der hole ich gleich. Finden wir nochmal geswitcht, die Nintendo Switch. Die kleine. Oder so. Ja, genau, das ist nochmal eine Switch Lite. Ja, die sieht so aus. Schon von der Größe her, das ist kleiner. Das ist aber praktischer für die einfach kein Fernseher haben. Okay, also, ne, wir haben da jetzt ja viel hier erlebt bei der Nintendo X. Zuerst machen wir jetzt so die amerikanischen Klassiker und dann kommen irgendwann über so einen deutschen. 10 von 10, ja, Ärger. Also, wir machen es mal. Here we go. Let's go. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Merry Christmas, and a Happy New Year. Let's hope it's a good one, without any fear. Oh, single bells, single all the way. Oh, what fun is it to ride in a one-horse open sleigh. Hey, single bells, single all the way. Oh, what fun is it to ride in a one-horse open sleigh. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Oh, Tannenbaum, packen, einfach frei nach Schnauze backen, schmeiß den Ofen an und ran in der Weihnachtsbäckerei. Gibt es manche Leckerei. Zwischenmehl und Milz macht so mancher Knilz eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei.